Und die Kollegin Petra Sippe für die Fraktion Die Linke. Das ist nicht zu toppen, was er da geboten hat. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir debattieren heute also zu später Stunde über einen Sandkastenstreit, wer wem welches Schäufelchen in der Medienwelt aus der Hand schlagen könnte. Da schreien auf der einen Seite die Verleger, Google verdient Geld mit unseren Inhalten und wollen deshalb Geld von Google. Google kläfft nun seinerseits zurück und sagt, die Verlage bekommen von uns ohne Ende Online-Kunden, sollen sie doch froh sein darüber, da nehmen sie ja auch Geld ein. Gleichzeitig tun beide Seiten so, als wären sie für Gemeinwohl, für Demokratie, für Weltfrieden absolut unverzichtbar. Aber letztlich streiten sich beide Seiten nur um fette Profite. Und nun könnte man ja sagen, das ist ja alles kindisches Gehabe, kindisches Gezänk, das kann man eigentlich auch ignorieren. Aber da gibt es eben sehr wohl das ungenierte, einseitige Parteinehmen der Bundesregierung für Springer und Co. Und Herr Käse war es vom Springer Verlag, der das in den letzten Jahren vorangetrieben hat. Und deshalb gibt es also dann kurz vor Weihnachten hier schon mal eine schöne Bescherung. Einerseits für den Springer Verlag, andererseits fürs Parlament in Gestalt des Gesetzentwurfs zum Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Das ist ehrlich gesagt nicht so ganz leicht zu verstehen. Warum ist das so schwer zu verstehen? Ganz einfach, weil es heute schon, ach was heißt heute, schon seit 20 Jahren etwa, ganz einfache, problemlose Möglichkeiten gibt, technische Möglichkeiten gibt, mit denen die Verlage ihre Veröffentlichungen wirksam vor Suchmaschinen schützen könnten. Vor allem aber, meine Damen und Herren, das muss ich sagen, Herr Stadler, ist das Gesetz denkbar schlampig formuliert. Niemand weiß nämlich am Ende, wer von diesem Gesetz begünstigt wird oder dadurch zu Zahlungen verpflichtet wird. Niemand weiß genau, wie der Schutzgegenstand aussehen soll, wer es ist sozusagen. Was wir aber wissen, ist, dass dieses Leistungsschutzgeld erfolgreich Innovationen im Netz behindern wird, und zwar immer dann, wenn es um Informationsaufbereitung, immer dann, wenn es um Informationsaggregation geht. Die Linke hat zu den Rechtsunsicherheiten diese Woche auch eine kleine Anfrage gestellt, und ich wette mit Ihnen, diese wird noch weit mehr als die bisher bekannten Mängel des Gesetzes freilegen. Und das wird dann natürlich auch spannend in dieser Anhörung, von der Sie gesprochen haben, ob sich das beheben lässt und sauber erklären lässt. Und am Ende glaube ich, dass sich die Abmahnanwälte heute schon die Hände reiben angesichts des Geschäftes, das auf sie da profitablerweise zukommt. Und nun, meine Damen und Herren, gibt es ja auch Gerüchte, dass der Gesetzestext absichtlich so schlecht geschrieben worden ist. Nicht, weil es etwa den fleißigen Bienchen im Justizministerium an Intellekt gefehlt hätte. Nö, nö. Vielleicht wollten oder sollten die schlicht und ergreifend sich keine Mühe geben. Immerhin gibt es ja offensichtlich auch kaum jemand in der Behörde, und bei den Anfragen in dem Unterausschuss Neue Medien ist das ganz deutlich geworden, der dieses Gesetz am Ende tatsächlich für sinnvoll hält. Das, meine Damen und Herren, sind natürlich, ich höre es schon, ganz, ganz schlimme Oppositionsspekulationen. Was aber keine Spekulationen sind, ist beispielsweise die Stellungnahme von 16 hochangesehenen Professorinnen und Professoren gegen das geplante Leistungsschutzrecht. Es handelt sich bei dieser Gruppe, ich kann das ja wohl beurteilen, aber Sie können ja ruhig weiter Ihren Jahrhunderttraum träumen von den fetten Gewinnen. Es handelt sich bei dieser Gruppe um ausgewiesene Urheberrechtsexperten, und diese stellen für das geplante Leistungsschutzrecht fest, und ich zitiere an dieser Stelle, dass die Gefahr, die von ihm ausgeht, unabsehbare negative Folgen in sich birgt. Ebenfalls keine Spekulation ist, dass es selbst in den Reihen der Koalition offensichtlich eine ganze Menge Leute gibt, die das Gesetz ganz und gar nicht so toll finden. Im Gegenteil, sie haben sich zu Wort gemeldet, schwarze wie gelbe Kritiker, klug und prominent und in die Diskussion eingemischt. Daher bleibt mir an dieser Stelle nur an die Bundesregierung zu appellieren, hören Sie einfach auf all die schlauen Menschen, hören Sie auf die Leute, die im Internet zu diesem Thema diskutieren, überwinden Sie vor der Wahl Ihre Angst vor der Bild-Zeitung und ziehen Sie schlicht und ergreifend dieses Leistungsschutzrecht zurück. Einfach.